Es läuft rund bei unserer SG. Die Mannschaft belohnt sich für ihre engagierten Auftritte mit Punkten und konnte über den ominösen Strich klettern. Die Miniserie von 2 Siegen in Folge sollte am 18. Spieltag gegen den Chemnitzer FC ausgebaut werden. Die Sachsen befinden sich in der Spitzengruppe, die in der 3. Liga derzeit allerdings das halbe Tableau umfasst. Den 12. trennen vom 1. nur 6 Punkte. 3. Minute. Die Großasbacher übernahmen sofort die Initiative. Nach dem Freistoß nimmt Fischer den Ball direkt deutlich darüber, aber ein erstes Ausrufezeichen war gesetzt. Und so ging's weiter für unsere SG. Nur eine Minute später wieder ein Freistoß. Rizzi trifft das Leder gefährlich vors Tor und Fischer verpasst ganz knapp. Eine kleine Berührung hätte genügt und Manuel Fischer wäre die Führung gelungen. Der CFC tat wenig für die Spielgestaltung und verlegte sich aufs Kontern. Nach einer Ecke für die SG legen die Chemnitzer plötzlich den Vorwärtsgang ein. Die Großasbacher waren weit aufgerückt und Kunz ist aber auf seinen Posten und bereinigt die Situation. In der 12. Minute wieder die SG. Nach dem Einwurf kommt die Flanke genau zu Manuel Fischer. Fischer mit dem Kopf trifft den Ball nicht richtig. Er wurde noch etwas vom Verteidiger irritiert. Unsere SG erkämpfte sich eine Reihe von Standardsituationen, so wie hier in Minute 26. Wieder ein Freistoß. Rizzi bringt ihn gefährlich vor den Kasten, aber erneut kommt hier keiner an den Ball. Gut eine halbe Stunde gespielt. Nach einem Einwurf für Chemnitz ist Tobias Rühle plötzlich durch. Sein Schuss wird gerade noch geblockt. Das war's dann auch erstmal. In den ersten 45 Minuten, Uwe Rappolder konnte zufrieden sein mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Die zweite Halbzeit begann turbulent. Der halbe Schuss, halb Flankenversuch klatscht an den Arm von Kai Gehring. Der Schiri pfeift und entscheidet auf Elfmeter. Alle Proteste und die Beratung mit dem Linienrichter ändern nichts mehr an dieser Entscheidung. Anton Fink tritt an und scheitert am Pfosten. Unsere Großasbacher erst im Pech und dann im Glück. 55. Minute. Wieder gibt es Freistoß für unsere Jungs. Die Flanke, diesmal auf den ersten Pfosten getreten. Fischer mit dem Kopf. Tor! Manuel Fischer verlängert die Kugel ins lange Eck. Die verdiente Führung für die SG und auch für Manuel Fischer, der sich selbst für seinen Auftritt belohnt. Gut 20 Minuten vor Schluss. Ecke von rechts, zunächst abgewehrt. Der Ball wird zurück in die Gefahrenzone geköpft und dann geht er ganz knapp am linken Pfosten vorbei. In der 74. Minute schwächen sich die Gäste selbst. Scheffel musste wegen gefährlichen Spiels den Platz verlassen. 10 Minuten vor Schluss hatten die Sachsen nochmal die Möglichkeit zum Ausgleich. Beim Schuss aus 17 Metern muss Kevin Kunz aber nicht eingreifen. Das war's. Die SG Sonnenhof besiegt den CFC mit 1:0 und baut die Siegesserie aus. Am nächsten Freitag reisen die Jungs zur Arminia nach Bielefeld. Unser Slogan lautet ja so ein bisschen, wir wollen begeistern. Und da haben wir heute alles dafür getan, dass man zeigt, wie das nicht geht. Wir haben also in keinster Weise heute hier annähernd auch nur das rüberbringen können, was wir wollten. Das lag sicherlich auch an der gut organisierten Großasbacher Mannschaft. Auf der anderen Seite haben wir heute Mittel eingesetzt, die wir eigentlich nicht unbedingt zu unserer Spielweise heranführen. Also viele lange, hohe Bälle auf die gefühlten 2,50 Meter Abwehrspieler, statt schnell und flach zu kombinieren. Ja gut, über die B-Note möchte ich eigentlich auch nicht sprechen heute. Es gab sicher schon schönere Spiele für die Zuschauer. Und es ging heute für uns zumal darum, die Punkte zu holen. Wir haben jetzt die 20 Punkte erreicht. Das ist eine ganz wichtige Schwelle, auch psychologisch. Wenn man mal den Zweier vorne dran hat oder den Dreier, dann wird es ein bisschen einfacher. Man kann dann zur Hürde auch hängen bleiben. Wir haben heute die 20 gemacht. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig für uns gewesen. Wir haben auch ein schweres Programm jetzt bis Weihnachten.